Zu einem neuen Let's Play und zwar zu The Dying Light. Wie ihr schon sehen könnt, oder wie wahrscheinlich eine Person jetzt schon sehen kann, ich werde nicht nochmal von vorne anfangen. Habe ich zuvor vorgehabt. Aber, das habe ich noch gar nicht gesehen, ja. Aber meine Lust ist halt nicht so da, da wieder alles von vorne zu fangen. Ich bin gerade mal bei 10% des Spielstands. Und dann müsste ich quasi alles nochmal von vorne machen, die ganzen Sachen, kriegen, die ich jetzt gerade habe. Und ja, um was es hier in diesem Spiel geht, kann ich euch, also schreibe ich euch unten, also in der Be Beschreibung werde ich da was reinschreiben, wie der Anfang verlaufen ist. Also wir sind am Anfang herausgefunden, dass irgendwie ein Sicherheitstyp ist oder angestellter Agent ist und für das GRI muss man, also im Großen und Ganzen ist es hier auf jeden Fall eine Zombie-Apokalypse, wie man es halt sieht. Vielleicht haben es manche schon gehört, seit Dying Light. Und hier geht es eigentlich mehr um, ja, wenn man jetzt zum Beispiel Riptide kennt. Das war, glaube ich, Dead Island. Oder vertue ich mich da jetzt? Keine Ahnung. Aber sind das, glaube ich, auch wieder diese polnischen, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas gehört mit polnischen Entwicklern und die machen das hier und. Obwohl, vielleicht kann es von den polnischen auch von Witcher 3 sein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier halt um Waffen craften. Was ich euch hier erstmal im Menü zeigen kann, das ist hier die Karte. Da habe ich schon einige Sicherheitszonen freigeschaltet, aber wie gesagt, viel haben wir noch nicht gesehen von der Story. Die einzelnen Personen werden dann halt vorgestellt in der Beschreibung, also am besten die Beschreibung zuerst lesen. Und ich kann es aber noch groß und ganzen erklären, also wir kommen hier in so einem Turm an, das ist dieses große, das hier in der Mitte. Das ist ein großer Turm und da gibt es halt eine Jade, das ist ein weiblicher Charakter, dann gibt's Bracken, das ist der Boss da, und dann gibt's noch den Bruder von Jade, das ist die weibliche Person, Bruder von Jade, ist Rahim. Also die kommen halt aus dem ukrainischen Bereich und den möchte ich eigentlich nicht. Also, es geht halt im Großen und Ganzen darum, dass man halt die Viecher hier kaputt haut und versucht hier zu überleben, um als Agent, weil man ja von GRI angestellt wurde, soll man eine Datei finden, um den Virus aufzuhalten. Und ja, wir sind auch infiziert worden, ganz am Anfang der Szene. Und infiziert worden heißt nicht gleich, dass man zum Zombie wird, wie bei Walking Dead. Man wird es logischerweise am Ende schon, aber man kann sich noch herauszögern lassen, indem man das Antizin nimmt. Hab ich gerade irgendwie Rauch gesehen, ne? Und Antizin brauchen halt die Menschen halt, um am Leben zu bleiben, damit das Virus sich nicht breit macht. Ja, im Großen und Ganzen kann man es auch im Koop-Modus spielen. Da habe ich keinen Koop-Partner. Das fällt also aus. Aber allein ist die Story, die Atmosphäre auch ziemlich cool. Nicht so gut wie. Da hinten ist doch ein Qualm. Oh, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein GRI-Paket. Wenn wir dieses Paket holen, können wir mal versuchen, da auf die Dinge zu kommen. Nice. Ja, dann kriegt man halt keinen Schaden. Ich habe euch noch gar nicht das Menü vollständig gezeigt. Wir holen jetzt erstmal das Paket. In dem Paket sind Sachen drin, die man eintauschen kann im Turm für Erfahrungspunkte. Im Großen und Ganzen klettert man sich halt hier durch die Welt und versucht es halt zu schaffen, zu überleben und die Viecher zu töten. Es ist hundertprozentig sind wir. Also es gibt einmal die gute Seite, das ist der Turm. Es gibt einmal die böse Seite. Oh, ich hab ihn gerade angestupst. Geh mal weg da. Und dann gibt's auch noch die böse Seite. Und das sind die Typen da hinten. In Gelb. Und der Typ da hinten, der kann auch ruhig herkommen. Okay. Ja, jetzt müssen wir halt wieder unser Bestes versuchen. Die können halt gut ausweichen. Den da hinten hat es direkt erwischt. Oben links sehen wir unsere Lebensbalken. Und das ist mega kacke. Wir versuchen hier jetzt zu treten, um unsere Ausdauer wieder zu regenerieren. Könnten natürlich auch versuchen. Zack. Das Spiel ist auch komplett gewaltfrei. Wir brauchen ein Medikit. Also es gibt nicht so viel Gewalt. Man sieht keine Köpfe. Es wurde alles zensiert. Ja. Sieht man, oh, der lebt ja noch. Der Boy. Weißt du was? Ich nehme jetzt hier meinen Knüppel und hau dir auf die Fresse. Und er ist tot. So. Nein, die Gartensicht, den brauchen wir nicht. Aber die macht einen. Oh, Polizeistock. Den finde ich cool. Oh ja. Nehmen wir einfach mal alle Waffen mit. Die kann man ja auch noch verkaufen. Inventar ist jetzt allerdings voll. Wenn die Bösen zuerst an diesem Paket rankommen, die kommen jetzt per Luftdepot, dann ist es ziemlich kacke. Dann kriegt man nur einen von der Kiste und sonst kriegt man zwei von den Kisten. Ein paar Zombies können sich jetzt hier ruhig begnügen und können ein bisschen fressen. Man hat im Menü, das habe ich noch gar nicht richtig gezeigt, also die Karte.
Ja, man sieht hier alles. Hat hier quasi die Quests am Laufen. Die Quests, Stichwort ist hier. Nebenquests sind hier eingeteilt worden. Story Quest ganz oben. Inventar ist der Rucksack an, ist die Rucksackanzahl gerade 14 von 14, also wir sind quasi voll. Das hier ist ein Easter Egg, kann ich euch auch nochmal zeigen. Da muss ich sowieso nochmal hin an der Stelle. Dann gibt es hier halt die ganzen normalen Hämmer. Hier habe ich den eigentlich ganz am Anfang gekauft. Der macht 50 Schaden und unsere modifizierten machen schon 126. Also ist jetzt nicht mehr so mega gut. Die kann man rein theoretisch auch alle verkaufen. Da kann man auch Entwürfe benutzen. Zum Beispiel Benjamin Franklin Mod. Hier steht Elektrizität Stufe 1. Man macht dann Elektroschaden auf der Waffe und kann halt nur die Waffen modifizieren, die hier draufstehen. Ja, hier gibt es noch Sachen, die man herstellen kann, wie im Medikit. Medikit sehr hilfreich. Ist ja klar. Dietriche sind auch sehr hilfreich, aber das dauert halt ewig, um das hier mal zu machen. Das mache ich dann mal vor einer Aufnahme. Und das soll jetzt eigentlich mein Spiel sein, was ich jetzt erstmal spielen werde. Denn ich habe per Zufall herausgefunden, wie man es schafft, ordentlich aufzunehmen mit OBS. Es ist zwar ein Streaming-Programm, aber mit Fraps hat bei mir jedes Mal geleckt. Die Qualität, die habe ich jetzt hinbekommen, dass es so gut läuft. Ich weiß noch nicht, ob es hier irgendwann auch anfängt zu laggen nach. Ich habe eigentlich mal geplant, 35, also ach Quatsch, 35 Minuten, 30 Minuten Folgen zu machen. Hab gerade angefangen, hab die Uhr im Blick und ich laber schon wieder viel zu viel. Tut mir leid. Hier ist noch eine Quest, aber die von Blake. Alles, was raucht, also das hier. Das hier Rauch. Das soll, glaube ich, Rauch sein. Und da sollen wir halt die warnen, dass der Böse, der Rais, der hier hinten irgendwo lebt. Also quasi die Guten und die Bösen. Und die Bösen haben natürlich, muss ich noch erzählen, sehr viel Antizin. Und die Guten haben gerade gar kein Antizin mehr. Und das ist so dieser Krieg gerade. Außerdem wurde ein Angebot gemacht. Unmoralisches Angebot wurde gemacht. Jetzt habe ich es. Wir können ja mal versuchen, hier hochzuklettern, aber das. Okay, wir können, bergen Sie die Befördungsumhängetasche. Dann können wir das jetzt mal machen. Das ist eine Quest von einem Typen, der, ich weiß es nicht, ich glaube, das war was mit irgendwas mit Presseinhalt, da sind irgendwelche Videos drauf und so, aber das tut mir natürlich alles total leid und ich merke auch gerade, dass es ziemlich doof ist, dass ich einfach mittendrin anfange. Was sind das für ein blauer Charakter hier? Aber. Noch mal angucken, oder? Okay, was bringt uns das jetzt? Okay. Mike hat seinen Job aufgegeben und ist hierher gekommen, weil er eine Affäre mit einer seiner Studentinnen hatte. Ihre Eltern glaubten wohl, so dafür sorgen zu können, dass ihre Tochter die Prüfungen bestehen würde. Nicht die Allerschlauesten. Nein, 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 es gab keine Affäre. Alles gelogen. Anscheinend war es nicht mal die Idee der Studentin. Und was willst du jetzt von mir? Was hat uns jetzt dieses Gespräch hier gebracht? Einfach nur absolute Verwirrung. Die absolute Verwirrung. Hier abgegeben. Genau, die Sachen, die man einsammelt bei diesen Paketen, kann man dann hier bei den Quartiermeister einsammeln. Und der gibt uns auch immer mal ein paar Sachen, ja. Die Hakenklinge brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, den Be Genau, das meine ich. Genau. Rais ist halt der Bösewicht. So, jetzt können wir halt das machen, dass wir da immer mal so vorbeischauen. Ich würde gerne mal im Shop nachgucken und würde da jetzt erstmal die ganzen Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Und das sind einige.
Excalibur, das brauchen wir noch. Das kann weg. Das macht 73 Schaden. Das können wir vielleicht noch gebrauchen. Gartensicht ist ziemlich cool. Der Fäust haben wir auch gerade gefunden. Polizeischlagstock. Ich merke gerade, dass der Schlagstock und so nicht so wirklich gut sind. Das kann weg. 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 Das sind halt diese Anfangssachen, die man bekommen hat. Habe ich allerdings noch nicht verkauft. Ah ja, und man kann natürlich auch nur die Wertsachen verkaufen, die man auf den Wegen findet. Oder halt, wenn man Zombies abschlachtet. Ja, es gibt viele, die legen viel Wert auf die Story. Und die Story hier in diesem Spiel ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Umso schlimmer ist es natürlich, dass ich das hier mittendrin anfange. Wie gesagt, ist natürlich ziemlich dumm von mir, aber ich weiß nicht. Ich habe echt keine Lust, da alles nochmal von vorne zu machen. Und ich habe ja auch nicht die ganze Zeit nur Missionen gemacht, sondern habe auch die Sachen gesammelt. Ich habe ja noch nicht die Skillpunkte gezeigt, weil das zum Beispiel war jetzt gerade ein Skillshow. Ja, guck mal, das kommt doch gelegen. Alles geskriptet hier. So, Fertigkeiten. Da haben wir einmal den Überlebensrang. Den bekommt man, glaube ich, immer gelevelt, egal was man macht. Wenn man überlebt, wenn man was macht, wenn man was macht, natürlich. Wenn man jemanden kaputt schlägt und sowas. Und hier hat man halt die verschiedenen Skill-Sachen. Ich glaube sowieso, dass die meisten, die sich das Video anschauen, nicht wirklich gerade nicht Bescheid wissen über das Spiel, weil es gibt zig Millionen andere YouTuber, die das hier gerade machen. Aber ich zeige euch trotzdem mal alles. Der Wurfhaken, der ist ziemlich sick. Also der ist wirklich ziemlich sick. Mit dem Teil kann man richtig gut abgehen. Und ja, ich habe mir schon ein bisschen was vorher angeguckt. Wendigkeitsstufen ist damit zu begründen, dass du quasi dich überall hochangelst und kletterst, rennst, etc. Das sind die Wendigkeitspunkte und damit kann man halt auch diesen Dropkick machen, den ich gerade gemacht habe. Kann man weiter skillen, indem man rutscht zum Beispiel, macht, kann man die Beine brechen von den Zombies, den Kopf brechen. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zombie-Spiel, muss ich sagen. Ich bin nicht so der Zombie-Fan, aber mir gefällt's. Ah, ich habe noch nicht gezeigt, was es noch so gibt. Hier gibt es noch die Flucht. Man kann schneller abhauen. Ellenbogenstoß. Das, was ich jetzt schnell gemerkt gemacht habe, ist natürlich so mega wichtig. Parkour-Experte ist sehr geil. Also ich habe so das Gefühl, wenn man Level 12 wird, dann hat man so die sicksten Sachen fertig. Heilung ist natürlich auch extrem gut. Extrem-Parkourer ist natürlich extrem gut. So, wir haben jetzt eine neue Kraftstufe bekommen. Hier kann man auch nochmal alles zeigen. Hat man den Außenknocker. Damit kann man mit Wurfwaffen bis zu drei Feinde anvisieren. Hiermit kann man seine eigene Waffe werfen. Das ist ziemlich geil. Macht ziemlich guten Schaden. Habe ich allerdings noch nicht geskillt, weil ich es nicht so mega geil finde. Aber es ist auf jeden Fall sehr stark. Mehrfach treffen hätten sie jedes Mal einen Schadensboost. Gegen Unholde, Rammer und andere Spieler würden kann das hilfreich sein. Aber das ist ja cool. Wenn man mehrmals zuschlägt. Kraftangriff, ein kräftiger Schlag, der ernste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer braucht. Hätten sie die Gemüse gelitten, lassen sie los. Okay. Ich würde jetzt spontan mal sagen, das hier ist natürlich ziemlich sick. Warum sage ich die ganze Zeit sick? Ich weiß es nicht. Das sind die Stufen, die wir bis jetzt haben. Das hier, nein. Das hier nur. Bargeld, die Uhrzeit. Uhrzeit ist auch noch ganz wichtig. Also, wenn es dunkel wird, kriegt man hier drauf Bonuspunkte, aber die Zombies sind auch dementsprechend schwerer. Und dementsprechend schwerer heißt ziemlich stark. Man hat zum Beispiel eine Waffe, die macht 1000 Schaden, das habe ich gesehen. Wundet jeden kleinen Zombie. Dann kommen auf einmal die großen an und da brauchst du ungefähr so 3-4 Schläge. Und das ist dann doch schon ganz schön was. Und wenn dann da so viele auf dich zukommen, bist du ziemlich am Arsch. Ich versuche jetzt irgendwie da hinten hinzukommen. Hier sind natürlich noch ein paar Zombies, die hier rumkreisen und warten, bis sie Frischfleisch bekommen. Oh, Alter, die haben mich gerade ein bisschen erschrocken. Hörst du da so ein Bierglas klimpern und dann stehen da auf einmal drei Zombies neben dir. Natürlich auch ziemlich angenehm. Hier kann man natürlich rein theoretisch reingucken. Machen wir jetzt auch mal. Da können wir was suchen. Hier ist ein Zombie tot. Und der riecht mich. Oh ja. Lecker. Kommst du bitte zu mir? Nein. So, wir müssen jetzt das Ding da untersuchen. Lustig. Nein, ich habe ins Mikro geatmet, das wollte ich nicht. Ah, das ist so nervig. Warum geht das nicht weg?
muss mein Mikro. Also, ich habe hier natürlich ein Headset. Wow, der hat mich erschrocken. Erstmal die Beine weg hier. Und dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast. LOL, was slidest du hier durch die Gegend? Bodenplakete. Kriegen wir das hier auf? Ach, das ist bloß Klacken einfach. Das sieht ziemlich gut aus, aber ich glaube, da wird uns gleich jemand stören. Die da sind das. Ja, jetzt bist du baff, wa? Jetzt ist die Tür auf. Jetzt ist die Tür wieder zu. Oh! Alter! Der springt sich selber hoch! Nein, ich will da nicht reinatmen. Och man, dieses behinderte Ding. Aber ich glaube, die kommen hier nicht rein. Okay, hier ist eine Statue. Ja, ich habe mich jetzt leicht. Sollte eigentlich kein Jumpscare. Ach Quatsch, Jumpscare ist schon gewesen. Aber es sollte eigentlich nicht. Wow, jetzt umkreisen sie mich. Jetzt umkreisen sie mich. Jetzt haben sie mich am Sack. Jetzt ziehen sie nochmal kräftig. Ich hab ihre Tasche. Wo finde ich die Kamera? Sie sind der Hecht. Sie ist im Kofferraum eines schwarzen Wagens. Auf der, oh Gott, das ist gruselig. Das war jetzt nicht, was ich hören wollte. Ja, irgendwo. Ich hab jetzt gar nicht zugehört. Nein! Bergen Sie die verdammte Kamera. Die ist da hinten auf der Brücke. Nice, das sind gar nicht viele Zombies oder so. Dann müssen wir da jetzt hin. Wir müssen aber als ersten Punkt hier mal raus. Und die Viecher, die stehen jetzt hier uns vor der Hütte. Ach ne, die stehen vor der anderen Seite, ne? Okay, wo müssen wir denn lang? Wir müssen. Wenn wir hier raus, müssen wir hier rum und dann nach oben die ganze Zeit die Straße. Aber hier können wir noch den Automaten aufmachen. Ja, Leute, da habe ich mich jetzt ein bisschen erschrocken. Aber wirklich nur ein bisschen. Alter, da wollen wir erstmal noch einen selbst sprengen. Wow! Alter, du kommst hier einfach mal so durch die. Ja, du weißt schon. Komm, leg dich doch mal hin. Okay, ich glaube, ich liebe es zwar zu kämpfen, aber hier bringt es gerade echt nichts zu kämpfen. Kurz heilen, 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 heilen. Okay, der ist zu blöd, um hierher zu kommen. Warum triffst du den nicht? Ah, Alter, man kann echt nicht irgendwie schlagen, warten und dann nochmal so schön schlagen. Nein, man muss die ganze Zeit drauf kloppen, damit die Affen endlich verrecken, ey. Ich finde dieses Messer nicht so nice. Das ist nicht so, ne? Mega Premium. Deswegen nehme ich jetzt mal das Fleischhackmesser. Und wir könnten das ja auch upgraden. Mit F7. Industrieegel, Benjamin Franklin, Exorzisten. Ich würde einfach mal gar. Achso. Achso, wegen dem können wir das nur einmal machen, okay. Ja, würde ich den hier nehmen. Keine Ahnung, damit wir nicht so Blutungsschaden haben oder so. So, aber wir haben ja jetzt den Skill, einen Skillpunkt da bekommen und. Ja, das war eine saubere Trennung, würde man jetzt im Mittelalter sagen. Obwohl es natürlich hier ein paar Kanten hat. Sieht nicht so gut aus. Oh. Naja gut, ich finde es nicht eklig. Ich weiß auch nicht. Ich finde es zwar in Filmen immer mega eklig, aber. Naja gut, die Spiele, die sind ja auch eigentlich immer eine Verfilmung, die man quasi selber spielen kann. Mit einem gewissen Spielaspekt mit dabei. Aber da haben wir uns gerade mal schön erschrocken. Das war doch schon mal lustig. Für euch vielleicht. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten, dann müsste die Zeit vorbei sein. Und die Waffe gefällt mir, weil die tötet ganz schön. Wir haben ja noch einen Runner hinter uns. Runner. Mr. Runner, komm her. Übrigens sind diese Viecher sind, sind so eine Parkour-Runner, wie ich jetzt zum Beispiel. Und die wurden halt zu Zombies und rennen jetzt hier durch die Gegend und wollen mich aufschlitzen. Aber der Typ hier verkackt's. Kläglich gescheitert. Ich glaube, der lebt zwar immer noch. Oh, wir müssen jetzt echt mal heilen. Komm, mach die Binde drauf. Die Binde gibt uns immer. Alter, geh. Und jetzt. Im Flug. Einfach erwischt. So, jetzt ist er endlich dort und hinter uns schon wieder einer. Oh, weg hier. Ich werde immer so ruhig, wenn ich mich konzentriere, weil ich auf die einen dreschen muss. Tut mir natürlich. Warum ist jetzt gerade was explodiert? Warum sind hier so viele Zombies in der Zombie-Apokalypse? Ne, Zombie-Apokalypse. Läuft bei mir. In der Zombie-Apokalypse. Apokalypse. Alter, hier sind aber gerade viele unterwegs, ne? Aua! Ich hab Elektrizitätsschäden bekommen. Boah, du bist ein richtiger Wanner, bist du. Richtiger, sicker Wanner. So, das ist da.
Der lebt ja noch. Warum sagt der nichts? Hallo? Mister? Hallo? Was ist mit dem verkehrt? Oder ist der gerade gestorben? Aber der ist ja gar kein... Oh, ich höre... Oder... Ja, ich höre ein Flugzeug. Und da ist gerade ein GIA-Paket irgendwo gelandet. Da ist es! Oh, auf der Brücke auch noch. Mega eklig. Alter, du brennst ja! Junge! Brennende Zombies sind gar nicht cool. Also ihr seht schon, alleine ist das Spiel auf jeden Fall um einiges schwieriger. Weil man halt auf sich gestellt ist. Im Koop-Modus hätte man quasi noch eine Hinterhand, die einen nochmal wiederbeleben würde. Alter, hör auf, mich die ganze Zeit hier anzuditschen. Was soll denn das? Reden ist das Teil immer noch. Wir müssen jetzt irgendwo da, irgendwo da hinten hinkommen. Irgendwie da hinten hinkommen. Und wir rennen. Natürlich um unser Leben. Ist das oben ja, genau, oben drauf. Alter, wie schnell soll ich denn sein? Das sind schon wieder diese Affen. Junge, du gehst mir auf die Eier. Ah, oh, ich hab dich nicht getroffen. Nice. Kann ich quasi die Zombies mal hier locken? Und die erledigen für mich hier die Arbeit? Ist wahrscheinlich nicht, wa? Oder doch? Nice. Komm, wir setzen uns jetzt hier mal oben drauf. Und warten mal, was passiert. Okay, die Schwarze wird vermöbelt. Ist ja klar, dass sie zuerst die Schwarze nehmen, ne? Obwohl, hinter ihm ist ja noch ein Schwarzer. Komm, Rinder. Oh, ist ja blöd, ey. Da fällt der da vor dem hin. Anstatt einfach einzudreschen. Okay, warte mal. Haben wir irgendein Wurfding? Natürlich ziemlich scumbag, aber die können sowieso immer wieder ausweichen. Warte mal, können wir... Oh, der wird aufgefressen. Nice. Jetzt kommen wir von hinten. Ja. Los, Zombie-Braut. Schnapp ihn dir. Nicht mich schnappen, Zombie-Braut. Schnapp ihn. Ja, der andere ist gerade schön am Verbluten. Der ist tot. Und der wird gerade schon aufgefressen. Ey, du sollst nicht wehren, du Affe. Du sollst sterben. Fette Menschen müssen leben. Ey, der guckt mich so blöd. Du musst mal Zähne putzen, Alter. Das sieht ja aus hier. So, und waren da dann wieder zu langsam. Aber ich bin da direkt losgelatscht. Kann da echt nicht sein hier. Unser Fleisch am Messer ist leicht kaputt. Das ist aber wurscht. Und jetzt müssen wir wieder auf die wunderbare... Ich glaube, ich kenne die Szene. Ich verrate euch natürlich nichts. Aber wir müssen jetzt auf die Brücke. Und wir haben Böller dabei, genau. Wow! Wow, 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 wow. Das sind mir zu viele. Oh, nice. Da ist ein Loch drin, ne? Oh, jetzt ist, geht meine Stimme gerade weg. Das ist nicht schön. So, komm, da müsst ihr hin, Leute. Da hinten müsst ihr hin. Alter, wie viele da sind. Ja, natürlich, wie soll ich das denn schaffen? Da müsst ihr hin, ihr kleinen süßen Ratten. Das einzigste Ding, was ich machen kann, ist quasi Böller zu werfen auf die... Wow. Komm, dann geht das da hoch. Wir werden hier hundertprozentig verrecken. Wie jetzt? Ach so. Alter. Oh nee, da explodiert einer. Oh, jetzt kommen die scheiß Runner. Och nee, das ist nicht schön. Das ist noch so ein Fotzenheini. Ja, das sind Fotzenheinis. Oh, sind das viele... Kackdinger hier. Und da ist ein Runner. Komm hoch. Oh, da kommen jetzt so viele Leute hier rein, dass es jetzt anfängt zu laggen. Oh, auf Doom. So, wo kannst du denn? Es kann auch da hinten irgendwo sein. Wow. Das ist natürlich echt eine coole Mission, ey. Ja, wir können hier ungefähr noch heile wegkommen. Aber hier ist leider nichts. Rinder! Eingelocht. Ich habe schon wieder da reingeraten, ich hab's gemerkt. Und nun kommen jetzt alle hier. Zack, der ist auch weg. Wo soll denn der jetzt drin sein? Bergen Sie voll ans Kamera. Ja, klar, weißt du. Ich suche jetzt auch hier in jedem Auto nach.
Wo denn die wunderschöne Kamera drin ist, ne? Der ist nicht gut, der explodiert, wenn man ihn tötet. Wow! Wow, Alter, du musst mal hier ein bisschen zum Psychopathen, ey, du. Bist ziemlich aggressiv. Nice. Okay, wir müssen da jetzt irgendwie rein, oder wie? Weil es da wahrscheinlich irgendwo drin ist. Ja, guck mich nicht so blöd an. Dann können wir damit irgendwas machen? Ja, ich kann ihn da angreifen. Der steigt jetzt gleich wieder auf. Ja, wow, Leute. Ich glaube, da werden wir jetzt hier leider einen Cut machen müssen. Obwohl ich möchte die Situation. Okay, jetzt explodiert er gleich. Kriegt den Explosionsschuss. Alter! Okay, ich habe was abbekommen. Und das ist nicht gut gewesen. Das ist gar nicht gut gewesen. Boah, wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ich heule gerade nur rum, ne? Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Also, geht alle raus aus dem Bus. Alle raus aus dem Bus. Das ist ein Notfall. Und hinter mir schon wieder ein Fuck. Wichser. Und die Sichel ist ziemlich Premium. Da ist noch so einer. Alter. Okay, das hat einiges. Komm, geh rin da. Ich kann jetzt hier keinen Besuch. Nein, nicht das Rohr mitnehmen. Nicht das Nagelbrett mitnehmen. Da ist doch die Kamera. Nein, ist sie nicht. Ah. Okay, die kann jetzt noch da hinten in dem Bus sein. Oder hat er gesagt, in welchem Auto? Und ich habe nicht zugehört. Wow! Kommst du denn her? So. Können jetzt hier nochmal. Ich glaube, der Typ hat das gesagt, wo das ist. Und nochmal den Quests rein. Die vierte Gewalt, aber die könnte man von einem Such sprich, würde ich würde gerne helfen. In einem schwarzen Auto. Das passiert natürlich, wenn man nicht zuhört, ne? Ihr habt euch jetzt natürlich alle gedacht, so, wie dumm ist der? Ja, jetzt wird's auch gleich, ne? Dunkel. Okay, wir müssen jetzt hier ein schwarzes Auto suchen. Leute, hier muss irgendwo ein schwarzes Auto sein. Das sind alles blaue. Das sind graue. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Und da ist es doch. Oh Gott, wir müssen hier ganz schnell. Komm, öffne doch das. Ach so, jetzt geht dieses Scheißteil auch noch an. Leute, was ist jetzt los? Ja, natürlich. Aber wirklich. Ja. Da hat er allerdings recht. Aber das ist jetzt weg. Wie bergen sie Fallungskamera? Okay, wir müssen hinterher springen, oder was? Oh, nicht. Nein! Oh Gott, das ist ja gar nicht. Oh Gott, war das schlecht. Und noch eine Info: Falls wir sterben, verlieren wir Überlebenspunkte. Oh Gott, was war das denn für eine Aktion? Wie schlecht war das denn von mir? Bergen Sie, ja, das machen wir morgen. Jetzt können wir erstmal schlafen gehen. Und ich sag reingehauen für die erste Folge. Und das war ziemlich schlecht von mir. Dass ich da richtig Premium hingegangen bin und dachte mir so, okay, jetzt musst du rein ins Wasser. Und es war scheiße. Es war schon der Abschnitt, wo es ja, wieder Land wurde. Ist egal. Ja, okay, dann halt bis zur nächsten Folge, Leute.